In diesem Video behandle ich folgende Themen. In Köln waren die Video Days. Bibis Beauty Palace ist nicht mehr die drittgrößte YouTuberin Deutschlands. YouTube zensiert LeFloid. Leon Mascher hat 2 Diss-Tracks hochgeladen. Rezos Abonnenten-Special geht viral. Das Besuchergebäude von JP Performance ist fertig. KuchenTV hat aufgedeckt, dass der YouTuber SkyGuy seine Videos faked und seine Zuschauer abzockt. Bevor ich jetzt zum ersten Thema komme, möchte ich euch empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt, damit ihr keine YouTube-News mehr verpasst. Diese Woche war auf den sozialen Medien dank den Video Days und der Gamescom viel los. Die Video Days fanden am Donnerstag und Freitag in Köln in der Lanxess Arena statt. 15.000 Menschen haben sich das Spektakel insgesamt angesehen. Am Donnerstag konnten sich die Fans eine Bühnenshow ansehen und am Freitag Fotos und Autogramme mit vielen verschiedenen YouTubern machen. Bei der Bühnenshow wurden auch Gewinner eines Wettbewerbs geehrt. Der Kurzfilm Da ist dieses Gesicht, welches sich kritisch mit dem Schönheitsideal der YouTube-Ära auseinandersetzt, gewann diesen YouTuber-Nachwuchswettbewerb. Es ist natürlich nicht gut, dass du natürlich jetzt so zugelegt hast. Bibis Beauty Palace ist nicht mehr die drittgrößte YouTuberin Deutschlands. Sie wurde von dem Kanal Kurzgesagt überholt. Kurzgesagt erklärt in seinen Videos die Welt im Comic-Style. Das Besondere an diesem Kanal ist, dass er englischsprachige Videos produziert und mit diesen viel mehr Menschen als Bibi oder Gronkh erreicht. Bibi bleibt jedoch immer noch Deutschlands erfolgreichste weibliche YouTuberin. Gestern hat LeFloid ein Video namens YouTube killt meinen Kanal hochgeladen. In diesem teilt er seinen Zuschauern mit, dass er so gut wie kein Geld mehr mit YouTube verdient, da seine Videos von YouTube als werbeunfreundlich eingestuft wurden. Ebenfalls hat YouTube LeFloids letztes Video für YouTube Deutschland gesperrt. LeFloid spricht von Zensur, möchte aber trotzdem weiter Videos hochladen. Leon Mascher hat in dieser Woche 2 Diss-Tracks gegen Julian Bam und Mimi hochgeladen. Die Meinungen dazu sind gespalten. Der YouTuber Rezo hat vor 6 Tagen ein 500.000 Abonnenten-Special hochgeladen. In diesem singen insgesamt 50 YouTuber zusammen. Das Video ging in Deutschland viral. Oh, I want something just like this. Derzeit hat es über 1,8 Millionen Klicks und Rezo hat in den 6 Tagen nach dem Special 80.000 Abonnenten dazu gewonnen. JP Performance hat ein 2-stöckiges Gebäude, welches früher ein Getränkemarkt war, in ein Besuchergebäude umgebaut. Die Umbauarbeiten sind jetzt fertiggestellt worden. JP hat passend dazu einen Trailer auf seinem Kanal hochgeladen. In dem Gebäude gibt es eine Xbox-Ecke mit verschiedenen Rennsimulatoren, einen Motorenprüfstandsraum, ein Burgerrestaurant, einen Klamottenladen, eine Fahrzeugpolierungswerkstatt, ein Versandlager für Felgen und Büros. KuchenTV hat vor 4 Tagen in einem Video aufgedeckt, dass der Minecraft-YouTuber SkyGuy mit seinen über 200.000 Abonnenten seine Videos faked und seine Zuschauer abzockt. Das Video von ihm ist sehr zu empfehlen, um die Abgründe der Minecraft-Let's-Play-Szene kennenzulernen. Das war's mit den News. Jetzt kommt noch ein Nachtrag zu dem Video über Kawakius Motorradunfall. Viele beschwerten sich, dass ich in den Titel verunglückt reingeschrieben habe, weil sie aufgrund des Wortes dachten, dass er gestorben sei. Verunglückt heißt jedoch nichts anderes, als einen Unfall erlitten zu haben. Wenn er gestorben wäre, hieß es tödlich verunglückt. Ebenfalls muss ich zu diesem Video noch hinzufügen, dass CoverQ alle Videos auf seinem YouTube-Kanal und Instagram-Seite gelöscht oder privat gestellt hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Art von News-Folge gefallen. Über ein Feedback in Form eines Likes oder Kommentars würde ich mich freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.